Ja, mühsam. Es reicht. Wenn da was ins Auge fliegt, ist das weg. Es gibt euch auch keiner wieder. Und wir haben halt da unser Akkuschrauber und machen wir. Oh mein Gott! Okay, das war die Bank. Diese Jugendlichen suchen neue, andere Erfahrungen. Und sie verabschieden sich. Aus der Gegenwart direkt ins Mittelalter, ins 9. Jahrhundert. Campus Galli ist der Ort ihrer Zeitreise. Ein weitläufiges Gelände bei Meßkirch in Oberschwaben. Seit 10 Jahren wird hier gebaut. Mit mittelalterlichen Methoden an einer mittelalterlichen Klosteranlage. Streng nach dem St. Galler Klosterplan, dem ältesten überlieferten Bauplan Mitteleuropas. Ich finde das immer wieder eine verrückte Idee. Da schreibt jemand vor 1200 Jahren irgendwie Hühnerstall. Und das ist der Grund, warum ihr heute hier steht und einen Hühnerstall baut. Also, wenn ich wüsste, dass jemand in 1200 Jahren das macht, was ich heute sage, oder dass es Auswirkungen hat, also das wäre fantastisch. Ne? Wunderschöner Gedanke, dass das eigene Tun irgendwie Bedeutung hat. So. Und ich glaube, das, was ihr jetzt hier beitragen könnt, das hat Bedeutung. Das ist eine schöne Sache. Sobald wir hier sind und den Mitarbeiterbereich verlassen und im Museumsbereich sind oder auf der Baustelle, dass wir da ein Stück weit in eine andere Zeit eintauchen. Beispielsweise das Handy, das packt ihr am besten hier in eure Tasche und lasst es einfach hier. Ketten, Ohrringe raus, Brillen sind okay, alles, was ihr braucht, einfach damit ihr sicher seid. Klare Regeln, schlechtes Wetter. Kann ja heiter werden für die Praktikanten und Praktikantinnen der Denkmalpflege. Pauline Marksteiner war schon bei archäologischen Grabungen dabei. Und Benedikt Körer bei der Restaurierung alter Häuser. Ja, sehr gerne. Ich nehme alles. Was ist da die Empfehlung? Soll ich eher so ein Leder oder eher so an? Leder wird leider keine Löcher. Ah, dann nett, dann nehme ich so an. Super, danke. Ich muss hier gerade mal meinen Fuß hochkrempeln und meine Uhr noch ausziehen. Er möchte keine Hilfe, er rennt immer davon. Wenn man sich mal überlegt, im 9. Jahrhundert gab es halt sowas leider noch nicht. Nee, ich glaube, im letzten. Ja, okay. Aber ist auf jeden Fall echt cool, dass wir auch die Kleidung bekommen. Und dann sind wir auch dabei und dann denken andere auch, dass wir also dazugehören. Und ich glaube, das ist schon auch was Besonderes. Ich muss sagen, jetzt bei dem Wetter bin ich noch nicht ganz skeptisch. Da ist mir meine Regenjacke, wäre mir da lieber. Aber ja, ich denke, man gewöhnt sich an alles. Und jetzt muss man da erstmal reinkommen. Ich denke, es wird super. Es ist zwar regnerisch, aber es hat vielleicht auch diesen Stil dann, wie man sich das vorstellt. Vielleicht, dass es nicht so einfach ist und dass man auch bei jedem Wetter arbeiten muss, weil es einfach von nichts kommt nichts. Und deswegen. Ist eigentlich eine echt interessante Erfahrung, auch im Regen. 6 Tage lang werden sie durch dieses Tor gehen und in einer völlig anderen Welt landen. Mittelalter eben. Zum Glück kennen sich die 22 mit Handwerk schon ein bisschen aus. Alle sind in einem freiwilligen sozialen Jahr bei der Jugendbauhütte Baden-Württemberg. Machen Praktika als Zimmerer, Glaser, Steinmetz zur beruflichen Orientierung. Eines der ersten Bauwerke hier, diese Scheune, mehrere Jahre Bauzeit, gedeckt mit rund 8000 Ballen Stroh, genannt Schauben. Alles in Handarbeit. Das Stroh ist auch schon ein bisschen vorbereitet. Pro Person schafft man zwischen 5 und 15 Schauben am Tag. Das Decken, das war in 2 Monaten passiert, aber die Vorbereitung, also wir haben 3 Sommer quasi von dazu die Strohschaube hergestellt. Du hast sehr große Hände, ein bisschen noch vielleicht.
Jetzt besser. Ja. Jetzt nur ein einfacher Knoten, oder? Ja, jetzt halt mal. Oh. Ah. Gut. Ich sage jetzt. Ich hol dran. Sorry. Ja. Den musst du noch ein bisschen nacharbeiten. Der ist. Also insgesamt ist es nicht mehr. Aber du hast jetzt natürlich. Das ist jetzt blöd. Also, es wäre schön, wenn du an eurem Ende nur so das, was du halt unbedingt brauchst. Mhm. Bei den ersten, die wir gemacht haben, wurde ja dann auch mal das ein oder andere bemängelt. Aber ich glaube, wir haben dann schon nach einer Weile dann den Dreh einigermaßen rausbekommen. Und es gab dann immer wieder ein paar Ausreißer. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen lässt sich es ganz gut dann sehen, ja. Es sieht auf jeden Fall einfacher aus, als es dann tatsächlich ist. Ja, das auf also, alle Fälle. Das kann ich sagen. Nach ein paar Stunden haben sie den Dreh raus. Und abseits vom Stroh haben sie eine erste wichtige Erfahrung gemacht. Mit den Kollegen muss man natürlich auch immer zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn man es so generell ganz gut schafft, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dann kriegt man das eigentlich auch mit jeder Person, die halbwegs kompatibel ist, ganz gut hin. Früher Morgen, Tag 2, kommt die eigentliche Herausforderung. Einen Hühnerstall bauen, jedenfalls ein Fundament. Schon das eine Heidenarbeit. Hier an dem Plan kann ich euch schön zeigen, welches Gebäude ihr anfangen werdet. Die Schrauben habt ihr auch schon gebunden. Das wird mit Stroh gedeckt. Hühner brauchen es trocken. Sie brauchen eine trockene Fläche. Sie gehen gerne in die Bäume. Das heißt, sie leben weiter oben als unten. Sie schützen sich vor Raubtieren. Also lag es nahe, eine Art Turm zu bauen. So versuchen wir, da die Grundrisse zu deuten und dann ins 3D zu gehen. Aber es geht, wir haben keinerlei Beweis, dass es so gewesen sein könnte. Ne? Und ihr werdet jetzt anfangen, das Fundament zu bauen. Und das Fundament sieht wie folgt aus. Das sind vier Eichebalken, die im Übereck verplattet werden. Die sind rund, dadurch haben wir mehr Gewicht und je mehr Gewicht im Fundament ist, desto sicherer steht das Gebäude. Also ich freue mich, ehrlich gesagt, selber was zu machen, was ich vielleicht, wenn ich in 3 Jahren wiederkomme, was ich dann sehe, so, den Balken habe ich geschlagen oder die Schindel habe ich schon angefasst. Das ist sehr faszinierend. 1, 2, 3. Gut. Bereit? Ja. 1, 2, 3. Jawohl, jetzt gehen wir mal auf zwei Hand. Also parallel zueinander, die beiden Seiten und dann auf eine Stärke von etwa 2 Hand. Das wäre gewünscht. Ganz wichtig jetzt hier, also erstens mal muss ich schön spannen. Und darf nicht irritiert werden jetzt eben durch diesen Ast. Genau von oben im Lot quasi runter gucken. Mhm. Und quasi direkt unter der Linie halt, unter der Schnur quasi die Linie ziehen. Ja, genau. Gar nicht so einfach, mit einem Stückchen Holzkohle einen geraden Strich hinzukriegen. Der Rhythmus soll Musik sein für die Ohren, aber auch Schutz für die Axt, damit ihr euch gegenseitig die Äxte kaputt haut. Also der Abstand darf am Anfang, dieser Takt darf ein bisschen länger sein am Anfang. Scheiße. Einfach mal machen und selber erfahren, ist das Beste. Das Lot ist jetzt hier in diesem Fall unser wichtigstes Instrument, weil das ist jetzt anders nicht möglich, dass wir die Seite schön gerad und nicht verdreht hinkriegen, ist das Lot eben das wichtigste Instrument. Und wir sehen oben
sind wir schon tiefer, unten fällt noch was. Das heißt, wir müssen die Kerbe noch mal etwas nacharbeiten. Ja? Ups. Sehr auffallend ruhig hier. Man hört keine Motorsäge, man hört kein Auto, kein Gehupe und keine Autoreifen. Das ist schon auch sehr schön. Also es ist sehr entschleunigt. Alles. Man hört halt nur Sachen, die halt irgendwie vom Mensch direkt gemacht werden. Also halt Hammerschläge oder Sägen oder so, aber halt wirklich nicht irgendwie mal einen Akkuschrauber oder ein Auto. Beim Schmied auch kein Lärm, nur klare Ansagen. Wichtig ist, ihr lasst die Schutzbrillen auf, nicht als Haarband, sondern als Brille. Wenn da was ins Auge fliegt, ist das weg. Das müsst ihr euch bewusst sein. Das ist einfach weg. Und da gibt euch auch keiner wieder. Und dann der Spruch, die Götter haben uns zwei Augen geschenkt, der ist ja nicht so cool. Ne? Genau. So, dann, wenn was hinfällt, lasst ihr das fallen. Besser ist besser. Nicht hinterhergreifen. Ja, das ist ein bisschen warm. Genau. Und warm heißt zwischen 723 und 1300 Grad warm. Bis 800 Grad geht das, dann rutscht das so auf dem Fett einfach, was aus eurer Haut kocht, runter. Ich erzähle das mit Absicht so, weil dann packt ihr da gleich nicht hin. Aber so ab 500, 600 Grad kriegt ihr das nicht mehr losgelassen. Und klebt das an eurer Haut. Und das stinkt, die Leute schreien, das brauchen wir alles nicht, ne? Gut, dann sind wir uns da einig. Ja, es ist schon, es ist auf jeden Fall spannend. Also ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass es ist bestimmt logisch, wenn man darüber nachdenkt, dass es so auch gefährlich ist natürlich. Aber dass man jetzt da so nah hinkommt und das jetzt auch alles bedenken muss, darauf war ich jetzt eigentlich gar nicht so vorbereitet, ehrlich gesagt. Aber es ist gut, dass man es gesagt bekommt, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde lieber, dass man zu viel Obacht gibt, als zu wenig. Und das ist, dass einem nichts passiert, ist das Allerwichtigste. Linke Hand unter den Kopf, rechte Hand darunter, linke Hand unten hin. Wir schlagen so. Wenn wir so wandern können, dann können wir mit der Höhe variieren und trotzdem feste zuschlagen. Ne? Und wenn du jetzt hier vorbeischlägst, dann brichst du dir nicht mit deiner eigenen Kraft die Finger. Das ist immer matschig und das wollen wir hier nicht. Okay. Man soll fit sein körperlich, also die Kondition sollte stimmen. Das heißt also wirklich Ausdauer, Kraft, Konzentration, alles, volles Programm. Das sag ich. Ich sag Kindern, die hier ankommen und sagen, hey, ich will Schmied werden, dann sage ich, ja, müsst ihr gucken. Mit Schmied müssen wir uns nicht nur hier haben, sondern auch hier und so faustdick zwischen den Ohren. Das ist eine gute Grundlage. Ne? Das ist wichtig. Also, es war gar nicht so leicht, so die richtige Kraft zu finden. Also manchmal war es dann zu wenig und dann habe ich stärker drauf und dann war es immer noch zu wenig. Nein, nein, richtig. Komm. Feste. Sorry. Ja. 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 Immer wenn ich ja sage. Ach so, ja. 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 Die Kunst, wie man Dinge macht, fällt mehr ins Gewicht, würde ich sagen. Man hat eine andere Wahrnehmung. Seine Sinne sind ganz anders. Man fühlt die Stoffe, man riecht das Holz, man hört die Geräusche, man nimmt Dinge anders wahr. Die Sinne sind, würde ich sagen, weniger, vielleicht auch überreizt wie im Alltag. Die Tabula, das Klangholz, verkündet Anfang und Ende eines Arbeitstages. Morgens gibt es dazu noch ein Quäntchen Klosterphilosophie. Wenn einem Bruder etwas aufgetragen wird, das ihm zu schwer oder unmöglich ist, nehme er zunächst den erteilten Befehl an, in aller Gelassenheit und im Gehorsam. Wenn er aber sieht, dass die Schwere der Last das Maß seiner Kräfte völlig übersteigt, lege er dem Oberen dar, warum er den Auftrag nicht ausführen kann. Wenn er seine Bedenken geäußert hat, der Obere aber bei seiner Ansicht bleibt und auf seinem Befehl besteht, sei der Bruder überzeugt, dass es so für ihn gut ist.
und im Vertrauen auf Gottes Hilfe gehorche er aus Liebe. Wenn ich das weiß, dass der dadurch nur besser werden kann, indem er sich mal wirklich anstrengt und nicht sofort aufgibt, als Oberer ermögliche ich ihm dadurch doch, dass er wächst und gedeiht. Ist doch gut, einen Anspruch zu haben. Wenn ich den aber überfordere, dann habe ich ja als Oberer einen Fehler gemacht. Wir nennen es einfach die Benediktsregel. Das hat Benedikt von Nursia tatsächlich verfasst. Und er hat für seine Mönchsgemeinde so eine Art Lebensordnung verfasst. Wenn jemand zum Beispiel unglücklich ist, fällt mir gerade ein, weil das eben auch vorkam, dann hat der Abt dafür zu sorgen, dass er nicht mehr unglücklich ist. Weil im Kloster, im Gotteshaus, so nennt er das, soll niemand unglücklich sein. Schluss, ne? Und das ist, glaube ich, eine schöne Philosophie. Also finde ich. Und vor allem ist sie praktisch, ne? Also das wusste ich gar nicht, dass es hier so eine Tradition ist. Und das finde ich vom Miteinander hier extrem schön, weil jeder kennt sich, man sieht sich morgens und beginnt den Tag zusammen. Wir gehen folgendermaßen vor. Es hat sich hier bewährt, dass wir vorwärts hocken, aber rückwärts gehen. Braucht nicht besonders tief zu sein. Wir wollen die Erde jetzt nicht nochmal umwühlen. Sieht einfach und langsam aus. Feldhacken eben. Führt aber schnell zu einigen Erkenntnissen. Ist ja mühsam. Also, wenn man jetzt keinen Traktor oder so hat, muss man halt alles von Hand machen. Das dauert dann halt auch seine Zeit. Aber man kann halt dann auch stolz sein, weil man was geschafft hat. Ich denke halt dran, wie viel wir in unserem täglichen Leben auch wegschmeißen. An Essen wahrscheinlich auch. Und wenn man für all sein Essen wahrscheinlich so ackern würde wie hier gerade, wäre das wahrscheinlich anders. Deswegen durchaus Bezug zur Realität hier, würde ich sagen. Da ist schon viel Arbeit steckt da drin. Aber ich denke, die Menschen damals waren motiviert. Die waren ja alle Selbstversorger. Wenn das Sattwerden davon abhängt, wie ich hier auf dem Feld arbeite, dann habe ich eine Motivation. Wir wollen hier Leinen sehen. Leinen ist natürlich eine besonders wichtige Pflanze, weil wir da auch die Stängel nutzen. Das heißt, für die Fasergewinnung. Wir tragen ja alle Leinenkleidung. Es reicht. Pauline hat heute Küchendienst. Jeder ist mal dran mit Essen machen für alle. Das fördert die Gemeinschaft und ist gut für den Teamgeist. Ich finde es sehr cool, das über dem Feuer mal zu probieren. Aber ich bin leider nicht so ein guter Koch. Und jetzt trifft Mittelalter auf die Ansprüche des 21. Jahrhunderts. Sollen wir meine nehmen oder die normalen? Schau mal, es steht überall Anbau. Schau mal, wo. Doch, eigentlich normal. Schau mal, das ist auf jeden Fall glutenfrei. Beim Kochen müssen wir tatsächlich auf total viel Acht geben. Mit unserer 25-köpfigen Gruppe, da haben wir allerlei dabei. Natürlich diejenigen, die sich ganz normal Vorliebe nehmen mit Fleisch und ohne Fleisch. Aber es geht natürlich dann weiter mit vegetarisch, mit vegan und natürlich mit allerlei Unverträglichkeiten. Erbsen, Mohrrüben, Lauchzwiebeln. Hauptsache warm. Diese Suppe muss reichen bei Kälte und Regen. In manchen Momenten ist Mittelalter ganz schön hart. Dabei gab es schon damals für jedes Wetter die richtige Kleidung. Heute bin ich auch wirklich einige Male so durch den Regen gelaufen. Und ich muss sagen, ich bin erstaunlich überrascht hier durch diesen Wollumhang und die Wollmütze.
Ich bin da drunter eigentlich gar nicht nass. Also ich finde das echt super und hätte ich jetzt vorher wirklich nicht gedacht. Klar, die Umstände des 9. Jahrhunderts haben halt einfach keinen Regenschirm in dem Sinne. Oder man kommt halt, also man muss halt mit dem Wetter umgehen, wie es halt kommt. Und das war schon auch spannend, aber ich würde sagen auch gut, weil das einfach so ein Realitätscheck ist, wie es tatsächlich war, dass man da dann nicht einfach so rauskommt oder sich dann irgendwie durchmogeln kann, sondern man zieht es einfach durch und hat halt eine coole Erfahrung am Ende dann. Einfach durchziehen. Das gilt auch für diese beiden. Bis der Stand fertig ist, können Sie aus dem FF. Aus Baumstämmen werden Schindeln, Dachschindeln. Hunderte, Tausende. Jede einzelne von Hand gemacht. Man braucht dauernd welche. Im Mittelalter und heute auf dem Campus Galli. Du willst wissen, wie man es parallel macht, hebst du dir den so hin und guckst dann, ob am anderen Ende auch so ist. Und das ist ja. Das kann man ja noch nicht anfangen. Das kriegst du gleich wieder vorgesetzt, das ist noch nicht richtig. Okay, na dann. Ich mach's heute den ganzen Tag, ich sehe es inzwischen. Der hat ein Auge dafür, der Felix. Ja, ich hab sogar zwei. Die sind ja aber relativ dünn, das macht aber nichts aus, oder? Wir machen sie nur so, dass sie glatt aneinander liegen. Ja. Guck mal, so, dass da kaum Sonne durchscheint. Na gut, das ist. Ey, Leute, das ist die Real-Time. Ja, wahrscheinlich eher. Kaum Sonne durch. So, hier. Ja, komm, das schließt sich noch, wenn es aufquillt zur Not. Und ständig am Handy, diese jungen Leute. Verlorene Generation. So, und ihr seid auch auf meinem Be-Real, Alter. Wir haben halt da unser Akkuschrauber und dann machen wir einmal Schraube rein oder Loch rein. Und das ist halt einfach, glaube ich, so viel ruhiger. Damals ist es, oder vielleicht ist es auch einfach nur eine total kitschige Vorstellung, aber ich stelle es mir irgendwie viel ruhiger vor, viel, wie soll ich sagen, viel entspannter. Man hatte halt einfach die Zeit und man hat gelebt. Also ich reibe zuerst das Pergament ein mit ein bisschen Sandarak. Das ist ein Baumharz, ein Duftharz. Das schließt jetzt die Poren. Macht es viel feiner, das Ganze. Es riecht dann auch lecker nach dem Baumharz. Oh ja. Das kann man dann, kann man auch Liebesbriefe mitschreiben, aber das gehört sich nicht für einen Mönch. Also das hier ist ein sogenanntes Schreibbrett und auf dem Schreibbrett, da haben wir auch Quellen dafür, Textquellen, wurden die Buchstaben eingeritzt. Und dann mussten die Schüler dem nachfahren. Also das heißt immer noch 1, 2, 3. Ja, kannst du hier mal probieren. Und jeder einzelne Buchstabe setze ich mindestens einmal ab, oder? Genau. Mit jedem einzelnen Buchstaben. Ja, mehrfach. Okay, das ist auf jeden Fall viel komplizierter, als ich dachte. Ja, sicher. Liebe Adam. Aber zumindest kann man die Schrift lesen. Das ist die karolingische Minuskel, die wurde im 9. Jahrhundert entwickelt. Und das ist eigentlich unsere heutige Kleinbuchstabenschrift. Ja, du weißt, womit man geschrieben hat im Mittelalter, nehme ich an. Hast du schon rausgefunden, oder? Gänsefedern. Genau, der Gänsekiel. Was denkst du mit so einer, oder? So ein Gänsekiel wächst nach, ist nachhaltig. Und was es braucht, ist eigentlich eine linke Schwungfeder, weil die linke Schwungfeder leicht gebogen ist und so perfekt in die Schreibhand reinpasst. Dann hat man so geschrieben, so wie im Film, denkst du?
Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, genau. Nicht so malerisch. Um zu schreiben, du siehst jetzt das Pergament, das hat eine rechte Spannung drauf. Mhm. Und die Schreiber sieht man deshalb immer mit einem Messer. Und das Messer braucht man einerseits, um zu kratzen. Also du kannst Korrekturen kratzen. Du brauchst es aber auch, um das Pergament festzuhalten. Deshalb sieht man die Schreiber immer so. Also man sieht sie immer mit dem Gänsekiel und einem Messer. Okay, und am Anfang habe ich mich gefragt, warum halt ein Messer? Brauchst du gar nicht. Aber sobald du hier schreiben willst, merkst du, dass das Ding springt. Deshalb. Okay. Ja, schreib einfach was. Jetzt bist du vielleicht fast zu steil. Wenn ich jetzt Uline heißen würde, wäre das perfekt. Genau, Paar Uline. Danke dir für den Besuch. Ja, danke fürs Zeigen, das war richtig schön. Ja, du kannst jederzeit vorbeikommen. Ich bin den ganzen Tag hier. Dann bleibe ich auch einfach hier. Danke. Tschüss. Das war richtig cool. Also das war richtig meins, hatte ich das Gefühl. Ich mache das ja gerne, so feine kleine Arbeiten und dürfte ich meinen Namen schreiben und... Das war richtig, richtig cool. Ich freue mich voll. Während sich Pauline über das kleine Feine freut, rollen hier am letzten Tag über 300 Kilo. Einer der vier Eichenstämme. Alle im Laufe der Woche von Hand behauen. Nur für das Fundament des Hühnerstalls auf dem Campus Galli. Das wird in der Scheune zusammengefügt und mehr als eine Tonne wiegen. Vorsicht, dass sie vorne nicht abrutscht. Und ab. Ja. Jetzt beim FSJ da in der Zimmerei, da haben wir auch so einen Hallenkran, da hebt man dann auch gerne mal eine Tonne, aber das ist halt dann eher per Knopfdruck und nicht wirklich hier aus den Muckis raus. Geschafft! 6 Tage harter Arbeit liegen hinter ihnen. Und Benedikt, wird er dem Handwerk treu bleiben? Auf jeden Fall kann ich hier was mitnehmen aus der Woche, vor allem die schöne Natur, das ist natürlich traumhaft, wo man hier arbeitet. Und ich würde auch sagen, es ist einfach richtig toll, so irgendwie diese Ruhe, die hier halt auch ist, da kann ich mir auf jeden Fall eine ordentliche Portion in mein Alltagsleben mitnehmen, weil oft lässt man sich einfach viel zu viel stressen. Mein aktueller Plan, gut, vielleicht ändert es sich auch nochmal, weiß ich nicht, ist ja aktuell immer so ein bisschen spannende Sache, aber ich habe jetzt aktuell vor, Informationsdesign zu studieren. Michael ist wahrscheinlich ja nicht mehr da. Also ich wollte schon Archäologe werden, sag ich mal, seit ich klein bin. Und das ist schon eine Art Liebe oder Neugier, die ich immer mit mir habe. Und ich möchte auch gerne darin bleiben. Und ich möchte das gerne auch in meinen Beruf nehmen. Und ich denke, nicht jeder hat so eine Berufung. Und ich finde, es ist was Besonderes, dass ich das habe. Und deswegen will ich das auch gerne mit in meinen Beruf nehmen, weil das... auch wenn es nicht unbedingt einfach ist, immer in dem Business. Aber ich würde das gerne machen. Okay, und dann würde ich mal sagen, lasst noch was von euch sehen hier. Am Hühnerstall weiterbauen werden andere. Auch Jugendliche, die ein freiwilliges soziales Jahr bei der Jugendbauhütte machen. 6 Tage davon auf dem Campus Galli bei Meßkirch in Oberschwaben. Die meisten werden im Handwerk bleiben und später heiß begehrt sein.